Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, liebe Leute. Ich möchte euch heute was zeigen. Und zwar habe ich mir gestern ein paar neue Schuhe zugelegt und hat die nette Verkäuferin mich gefragt, ob ich ein neues Protect Crap Schutzspray möchte. Darum habe ich es mir selber gekauft und dachte, ich kann euch jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich werde nämlich heute so einen kleinen Extremtest machen. Ich werde nämlich dieses T-Shirt, was ihr hier seht, sicherlich schon gedacht, was ein hübsches T-Shirt. Definitiv nein. Aber das wird heute auf jeden Fall mit diesem Spray behandelt. Also ich habe mir gar nicht erklärt, was das ist, ne? Nein. Ich sprühe mich mit diesem Spray jetzt ein und dann werde ich mich mit Ketchup, mit Himbeersoße, mit Erdbeeren, allen möglichen bestreichen und beschmieren. Und dann kann ich das im Nachhinein wohl einfach mit einem Wasch und diesem Adrettenöl, was dabei war, einfach abwaschen. Ich glaube das natürlich nicht. Ich habe natürlich schon ein Video gesehen. Da hat das alles funktioniert. Aber manchmal mogelt man ja in so Videos, ja? Das möchte ich natürlich keinem vorwerfen, aber ich möchte es einfach überprüfen. Und darum haben wir uns heute hier versammelt. Ich habe hier mein Protect Spray. Das schmeckt aber lecker. Nein, stopp! Okay, Leute, werden wir noch mal ein nettes T-Shirt hier behandeln. Wer macht das schon, welcher normale Mensch? Ich einfach mal so einen Spritzer Ketchup drauf. Okay, 3, 2, 1. Habe ich das T-Shirt nicht ausgezogen? Das sickert ja gerade voll durch in meine Brust. Boah, war das dumm. Leute, schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, drückt mal auf Pause, ob ihr denkt, dass es jetzt wirklich abgeht. Angeblich kann es jetzt scheißegal, kann es auch 12 Stunden eintrocknen und diesem Zeug dann mit dieser Bürste einmal so drüber schrubbe, wäre das angeblich wieder ab. Ein bisschen Tomatenkräuter, eine Erdbeere. Das Schimmel. Ich habe gestern, vorgestern haben wir Kirschen gekauft. Gestern waren die Kirschen verschimmelt. Aber nicht so ein bisschen Schimmel so an der Spitze. So richtig, richtig volle Schale Schimmel. Fühlt sich irgendwie komisch an. Schmier mal ein bisschen. Junge, weißt du, was da für Krankheiten drin sind? Ist egal, schmier jetzt mal ein bisschen Käse. Ich würde mich niemals im ganzen Leben mit dieser Soße einschmieren. Niemals. Kannst komplett vergessen. Was ein Drecksleben. Ja, hilf mir hier raus. Daumen hoch. Klare Sache, oder? Ja, okay. Also gehst du dich jetzt umziehen oder was? Bis gleich. So, hier ist jetzt das T-Shirt, was irgendwie aussieht als, hast du einen Vergleich, als hätte man sich darüber erbrochen. Erbrochen und durch die Toilette gezogen. Da wie halt unfassbar eklig aus, sind nur Schimmelreste von dem Käse drauf. Auf jeden Fall werde ich das jetzt so ins Waschbecken legen. Wenn das jetzt sauber geht, werde ich alles, was ich besitze, mit diesem Ding vollsprühen. Dann wäre es das Fetteste, was es überhaupt gibt. Ah! Also dafür, dass es gerade reines Wasser ist, geht das aber schon ziemlich heftig weg, oder? Seht ihr das? Und? Also es geht schon viel ab, muss man sagen. Aber das geht auch extrem gut ab. Also, das sieht auf jeden Fall schon mal für das, was ich damit angestellt habe, richtig gut aus, möchte ich behaupten. Ein bisschen reinbitten, reinlangen und schrubben. So, liebe Freunde, ich habe das Teil jetzt hier bis zum Geht nicht mehr geschrubbt. Ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Warum erkläre ich euch jetzt? Also wie man sieht, sind die Flecken auf jeden Fall, erkennt man das? Und man kann die Flecken fast gar nicht mehr, also ja. Doch, ja schon. Ja, ja klar, das ist jetzt auf gar keinen Fall sauber geworden, aber ich Vollidiot habe auch bemerkt, dass ich nur die eine Seite besprüht habe. Von innen habe ich es nicht besprüht. Da habe ich nicht bedacht. Das ist ja aber voll logisch, dass das durchsickert. Ich hätte ja von beiden Seiten. Darum scheißen wir auf das Experiment. Weil das Experiment leider aufgrund meines Fehlers ziemlich dumm verlaufen ist, habe ich ein neues Experiment vorbereitet. Und ich dachte mir, nehme ich doch einfach mal diese wunderbaren, schönen, weißen Schlappen, die ich aus dem Urlaub mitgenommen habe. Und die werde ich jetzt nochmal mit dem Spray bearbeiten, damit ich 10 Minuten einwirken lasse, werde ich mit dem Spray bearbeiten, bla bla bla, und dann bin ich wieder hier. Bis später. Okay, Leute, da bin ich wieder. Die Schuhe sind eingearbeitet mit diesem Spray. Beziehungsweise dachte ich mir, bin ich ja mal so richtig schlau, habe diesen Schuh hier, beziehungsweise Schlappen, mit diesem Spray bearbeitet und den nicht. Ja? Gleichzeitig habe ich noch eine Paste hergestellt aus Erde vom Balkon, aus meiner Blume. Sämtlichen komischen Substanzen, die ich gefunden habe. Auf jeden Fall alles zusammengemengt. Unfassbar ekelerregend, möchte niemand von euch jetzt irgendwie essen. Fangen wir an mit dem schönsten Teil des Tages. Okay, lass ich das einfach mal hier drüber laufen. Ja, danke. Das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich diese Schuhe morgen noch tragen.
Guck mal, das perlt schon viel krasser ab. Oha! Hä? Wie krass ist das denn? Was? Okay, ich glaube, den Schuh hier sind wir uns alle einig, den können wir komplett vergessen. Hier. Auch so richtig überall hin. Sind wir uns einig? So Schuh möchten wir eigentlich nicht mehr tragen. Aber krass, wie das da runterperlt. So, ich möchte jetzt einfach mal das noch ein bisschen einsickern lassen. Jetzt würde ich sagen, das lasse ich 5 Minuten ziehen oder 10 Minuten und dann werde ich das versuchen abzuspülen, okay? Ich bin ready, du. Was bist du? Ich bin jetzt so richtig ready, du. Okay, Leute, als allererstes werde ich jetzt den Schuh... Das Manitou. Werde ich diesen Schuh reinigen. Der nicht behandelt wurde. Der nicht behandelte. Ja? Als ob du Dünnschuss auf deinen Schuh gemacht hättest. Ich habe diesen Schuh jetzt wirklich richtig heftig extrem gereinigt. Er ist auf jeden Fall sauberer geworden, als ich dachte, muss ich zugeben. Es hat jetzt dennoch eine Dünnschussfarbe angenommen. Dann ich bin ein Trommelwirbel! Ja, kannst du Trommel? Okay, jetzt kommt der Schuh. Erstmal nur mit Wasser. Was? Alter, das geht ja nur mit Wasser ab! Nee. Krasse Scheiße. Das läuft einfach da runter, du brauchst doch nicht mal die Bürste! Ich wollte den Vergleich. Ja, okay, man sieht natürlich trotzdem noch den einen oder anderen Fleck, aber ich habe das Zeug halt auch noch gar nicht benutzt, ne? Okay, benutze ich jetzt dieses Zeug hier. Jetzt habt ihr den direkten Vergleich hier. Boah, krass. Ist das heftig. Ich habe genau dasselbe in diesen Schuhen gemacht. Und ich glaube, hier geht nichts mehr raus. Okay, Leute, das ist jetzt mein Endergebnis. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ihr habt es auf jeden Fall eben schon gesehen. Ups. Dieser Schuh ist einfach heftig am Arsch. Dieser Schuh ist einfach heftig sauber. Ich bin mega überzeugt davon. Ich hätte es nicht gedacht. Vor allem jetzt auch so krass den Unterschied zu sehen, hätte ich nicht gedacht. Krass. Okay, auf meinem T-Shirt eben hat es natürlich nicht ganz funktioniert. Aber ganz ehrlich, richtig krass. Ich guck mal, ob es das auf Amazon gibt oder so. Dann verlinke ich euch das in der Infobox, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Experiment-Video. Ich hatte sehr großen Spaß. Ich verlinke euch jetzt hier Bibis Video. Die hat nämlich einen Test gemacht, wie die messen kann, wie viele Farben sie sieht. Ne? So, ihr könnt mitmachen. Voll das crazy Experiment, wo man mitmachen kann. Und ich glaube 90% oder 70% können diese Farben halt nicht sehen. Ich konnte sie sehen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe 39 von 39 Farben erkannt. Ne? Naja, du hast 39 von 38 Farben. Ja, ich habe eine Farbe mehr erkannt. Ich bin übertalentiert. Auf jeden Fall, schaut jetzt ein Bibis Video vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Video. Dann lasst bitte einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Peace!